Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder bei mir zuschaut. Das freut mich wie immer sehr. Ich war mal wieder im Lidl einkaufen und da habe ich was Schönes im Regal liegen sehen. Und zwar das hier von der Firma Sweet Corner. Haben wir diesmal die Sorte Starland. Fruchtgummi und Lakritzmischung im Maxi-Pack. 300 Gramm für 99 Cent. Ja, und als ich das gesehen habe und hier durch dieses Sichtfenster geschaut habe, da habt ihr wahrscheinlich genau dasselbe jetzt gedacht wie ich. Ja, das erinnert sehr stark an Haribo. Und deswegen dachte ich mir, nimm das mal mit und wir machen jetzt mal so einen kleinen Vergleichstest, würde ich sagen. Ob das ähnlich schmeckt oder vielleicht sogar noch besser, man weiß es nicht. Und natürlich, was sich alles hier in dieser Tüte befindet. Ich habe ja schon das ein oder andere Video von Sweet Corner gemacht. Die kamen ganz gut bei euch an. Ja, und deswegen habe ich jetzt eine weitere Packung mitgenommen und die werden wir jetzt gemeinsam öffnen und uns den Inhalt mal anschauen. Alles klar. So, es geht los. Ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um den Geschmack. Und deswegen öffnen wir jetzt sofort unsere Starland-Packung. Und schauen mal, was hier alles drin ist. Oh, jede Menge Zeug. Sehr schön. So, ich mache mal ein klein wenig Ordnung hier und sortiere das ein bisschen. So, ich hoffe, wir haben von allem etwas dabei. Das ist ja wirklich ziemlich viel auch an verschiedenen Sachen. Kam jetzt gerade nicht so viel vor. Okay, so. Ich denke, das ist erstmal okay. Ich zoome wie immer hinein und zeige euch die Sachen aus der Nähe. So, schaut mal. Okay, so, ich gucke noch mal ganz kurz in die Tüte, ob wir irgendwas übersehen haben. Ich würde sagen, nein. Alles klar, gut. Dann fangen wir jetzt einfach mal an. Ich würde sagen, am besten erstmal hiermit. Das ist ja dieses Konfekt von Haribo normalerweise, welches nach Kokosnuss schmeckt. Also so kenne ich es. Und es riecht original nach Kokosnuss. Innen drin ist Lakritz für die Leute, die es nicht kennen. Ich beiße jetzt mal rein und probiere es. Mhm. Ah, Hammer. Weil es schmeckt auf jeden Fall ähnlich, wenn nicht ganz genauso. Das ist schon mal top. Gefällt mir. Ein Pluspunkt. Dann geht es weiter mit denen hier. Auch Konfekt oben und unten in der Mitte Lakritz. Kennt man auch. Gibt es normalerweise in drei verschiedenen Sorten bei Haribo. Diese braunen, die gelben und weiße normalerweise. Ich schaue nochmal in der Tüte. Ne, sind keine weißen dabei. Okay, dann probiere ich jetzt mal den gelben. Mhm. Was soll ich sagen? Schmeckt wirklich identisch. Aber kommt auf jeden Fall total nah ran. Mega. Dann probiere ich den braunen. Mhm. Ja. Schmeckt auch so. Also Hammer. Bisher kann ich noch keinen Unterschied feststellen. Sehr lecker auf jeden Fall. Achso, wer die Geschmacksrichtung nicht kennt, muss ich nochmal erwähnen, das schmeckt so ein bisschen nach Zitrone. Und das würde ich so in die Schokoladenrichtung einordnen. Okay, dann haben wir die schon durch. Dann haben wir so etwas dickere, ja, Lakritzrollen, sage ich jetzt einfach mal. Probieren wir den mal. Es ist ziemlich hart von der Konsistenz. Mhm. Schmeckt aber auch sehr gut. Leckeres Lakritz. Nicht zu salzig. Ja. Ist auch gut auf jeden Fall. Gut, dann geht es weiter mit denen hier. Auch so Lakritzstangen, wo wir in der Mitte so ein Konfekt jetzt haben noch drin. Probieren wir das mal. Mhm. Ja, kommt auf jeden Fall auch an die Markenprodukte ran, würde ich sagen. Sehr, sehr lecker. Dann probieren wir jetzt mal hier diese Erdbeere. Fruchtgummi, ganz weich. Schaut mal. So. Riecht super fruchtig. Mhm. Schmeckt auch super fruchtig. Mhm. Also auch klasse. Okay. Dann geht's weiter. Was haben wir denn noch nicht? Wir probieren jetzt mal dieses, ja, Orangenstückchen hier, Mandarine, was auch immer. Mhm. Ja.
Auch sehr weich von der Konsistenz, schmeckt auch total fruchtig nach Orange. Also auch Knaller, richtig gut. Also ich hatte jetzt noch keine Sorte dabei, wo ich sagen würde, das schmeckt nicht. Dann geht es weiter hiermit. Probieren wir die mal, die Ananas. Auch sehr weiche Konsistenz. Auch total geschmacksintensiv. Ja. Auch richtig gut. Richtig gut. Also bisher bin ich wirklich total begeistert. Dann probieren wir mal hier diese kleinen Gummibärchen. Ich fange jetzt mal mit dem grünen hier an. Ja, schmeckt nach Apfel. Auch weiche Konsistenz. Sehr gut. Weiter geht es mit dem anderen Gummibärchen. Auch sehr süß. Ja, fruchtmäßig Erdbeer würde ich jetzt mal tippen. Auf jeden Fall auch top. Dann geht es weiter mit dem hier, orangefarben. Schmeckt auch nach Orange. Genau wie dieses Orange-Mandarinen-Stückchen, was wir da eben hatten. Nenne ich es jetzt mal so. Was haben wir noch nicht gehabt? Das hier soll eine Kirsche darstellen. Dann probieren wir mal die Kirschensorte. Die Kirsche. Auch sehr weich. Auch super fruchtig. Ja. Schmeckt auch nach Kirsche. Also auch klasse. Gut. Was hatten wir noch nicht? Das hier. Ich würde es jetzt für eine Birne halten. Okay. Probieren wir mal die Birne. Auch super lecker. Schmeckt sogar wirklich nach Birne, würde ich sagen. Klasse. Also das gefällt mir auf jeden Fall auch. Dann würde ich sagen, wir probieren jetzt mal diese Würmchen hier. Die haben wir in drei verschiedenen Sorten. Einmal mit grünem, einmal mit rotem und einmal mit gelbem Schwanz oder Kopf. Wo ist vorne, wo ist hinten? Das scheint der Kopf zu sein. Okay, so, wir probieren den mal. Also der schwarze ist so ein Fruchtgummi-Lakritz. Schmeckt sehr gut. Das gelbe. Schmeckt nach Zitrone. Auch sehr lecker, definitiv. Dann machen wir weiter mit dem grünen. Der wird jetzt wahrscheinlich nach Apfel schmecken. Vermute ich mal. Ja, tut er. Auch sehr gut. Gut, den Kopf brauche ich jetzt nicht zu essen. Da hatten wir eben schon gesehen, dass der nach Lakritz schmeckt. Jetzt probieren wir den hier noch. Auch sehr lecker, sehr fruchtig. Würde ich jetzt auch so in die Kirsche-Erdbeer-Geschmacksrichtung einordnen wollen. Auch prima auf jeden Fall. So, das letzte, was wir jetzt noch übrig haben, sind hier diese kleinen Krokodilchen, die aus Fruchtgummi und auf der Rückseite aus Schaumzucker bestehen. Ich fange jetzt mal mit dem roten an. Auch super, total fruchtintensiv. Mega. Geil. Ah, mega. Also das ist jetzt mit noch das Beste, was hier drin war, fand ich. Richtig, richtig lecker. Und der letzte ist der. Also es hat jetzt so nach auch Kirsche, so beerenmäßig geschmeckt. Und das ist der letzte. Der schmeckt jetzt nach Orange und wie ihr gesehen habt, auf der Rückseite ist Schaumzucker. Also total klasse. Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz in die Tüte. Wir haben nichts übersehen. Halt. Haben wir doch. Schaut mal, hier habe ich noch eine einzelne, so ein Dragee gefunden. Die heißen bei Haribo Staffetten, sind allerdings ein bisschen länger. Da wird jetzt in der Mitte, wird jetzt hier Lakritz drin sein. Ich beiße noch mal rein. Das habe ich eben übersehen. Ja, ist so, wie ich mir gedacht habe.
Auch super. Total klasse. Der schmeckt jetzt auch sehr, sehr, sehr fruchtig. Das Äußere kann den Geschmack jetzt allerdings gerade nicht identifizieren, aber auf jeden Fall super lecker. Ja, was machen wir jetzt mit dieser Sorte hier? Also von mir bekommt sie den dreifach, ich muss die Kamera kurz verschieben, so, schaut mal. Von mir bekommt sie den dreifach Daumen nach oben, eine ganz klare Kaufempfehlung. Gut, dass ich die mitgenommen habe und hier probiert habe. Also das kann ich euch wirklich nur empfehlen, 99 Cent für 300 Gramm, ist wirklich klasse, es ist ein bunter Mix drin. Also der Inhalt kann auf jeden Fall mit den großen Marken mithalten, das Ganze schmeckt wirklich genauso, würde ich jetzt einfach mal sagen. Macht euch selber mal ein Bild davon, besorgt euch mal diese Sorte und dann schreibt ihr mir dazu mal was in die Kommentare, wie eure Meinung denn ausfällt. Seht ihr das genauso wie ich oder seid ihr komplett anderer Meinung? Wie immer freue ich mich über jegliches Feedback zu meinen Videos und lese natürlich alle Kommentare und antworte darauf. Alles klar, dann würde ich sagen, mein kleiner Test endet schon wieder an dieser Stelle. Wem das Ganze gefallen hat, der kann mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, wem nicht, einen Daumen nach unten. Ihr könnt mich gerne abonnieren, weiterempfehlen und auch die Glocke aktivieren. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten, den ich auf meinem kleinen Kanal begrüßen darf. Wenn ihr ganz viel Lust drauf habt, schaut doch auch morgen wieder auf meinem Kanal vorbei. Ich mache jeden Tag neue Lebensmitteltest-Videos und würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder zuschaut bei mir. Alles klar, dann würde ich sagen, macht's gut, haut rein und ciao, euer Atzenberger.